Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist jetzt 11 Uhr. Mein Schnuck und ich waren jetzt gerade noch in der Spazieren. Wir sind heute wieder ganz viel gelaufen, ganz normal bei uns hier. Haben ein bisschen was eingekauft und jetzt ist hier gerade so ein kleiner Notfall. Und zwar geht bei meiner Mutter das Internet nicht. Da hat der Anbieter irgendwie irgendwas durchgeführt und jetzt geht es gar nichts mehr. Und ich wundere mich, ich habe ihr gestern geschrieben, warum sie mir nicht antwortet. Jetzt hat meine Schwester mir heute geschrieben, du. Internet geht gar nicht, auch wenn ich kurz hinfahren kann. Mein Schwager wird uns dann halt anweisen. Und mit Laptop und einem Kabel. So, Max sucht jetzt alles zusammen. Das heißt, wir düsen jetzt mal mit ihm schnell los. Meine Mutter muss eigentlich zur Arbeit. Auf jeden Fall ist es hier so ein bisschen Stress gerade, aber ich hoffe, dass wir es alles hinkriegen. Das Wetter ist heute, guck mal selber. Heute hat es sogar ein bisschen genieselt. Leider nicht geregnet. Ja, ein bisschen alles so bedeckt, aber wie gesagt, nicht so heiß wie sonst die letzten Tage. Max ist startklar mit seinen Jawohl. ganzen Klamotten, Was also ganzen ist? Sachen. Eigentlich schon. Wow. Ist hier ganz offen, der Rest verschlossen, ja, ne? Nö. Ui, Also, Schlüssel habe ich jetzt auch von Oma, alles. Ach, ist gleich da? Nee, die muss gleich zur So. Arbeit. Deswegen, wir sind Ah. alleine gleich. Ah, okay. Tschüss, Schnucki. Ciao, ciao. Danke für ein leckeres Frühstück. Bye, bye. Tschüss. So, Max und ich sind schon unterwegs. Wir haben ein bisschen noch zu fahren. Max mit seinem Hi. Auto. Das wird, also man hat das Gefühl, so man ist hier im Raumschiff. So, jetzt warte ich mal. Meine Schwester muss mir irgendwelche Zugangsdaten zuschicken, weil ihr Mann hat die irgendwie. Meine Mutter ist gleich nicht mehr da. Sie ist zur Arbeit. Ich habe aber einen Schlüssel von ihr. Sonst hätte sie uns auch bei der Nachbarin Schlüssel gelassen. Ich habe gedacht, das ist egal. Ich habe ja einen Schlüssel von ihr. Und naja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir das gleich alles hinbekommen, dass sie wieder irgendwie Internet hat. Weil meine Schwester hat mich heute echt, also heute Morgen, ne, sagte sie, hat sie geschrieben, dass der Anbieter, oh, hat sie geschickt, irgendein Link. Der Anbieter O2 hat irgendwelche Reparaturarbeiten durchgeführt und dann muss jetzt alles neu eingestellt werden. Aber haben sie auch schon gefragt, warum? Also normalerweise, wenn die irgendwie was machen, muss man das nicht. Also, ja, Mama hat kein Internet, genau, da O2 Internetarbeiten durchgeführt hat. Um Internet wiederherzustellen, braucht sie spezielles Kabel und einen Laptop, Zugang zum Internet. Meinst du, wir kriegen Ich das habe keine hin? Ahnung. Gucken wir gleich spontan, Wir würde ich gucken sagen, ne? gleich. Also, hoffe ich dann mal. Genau. Hey, wieso hast du mir jetzt den Link geschickt und wieder weggenommen? Das war der falsche Link. Ach so, okay. Meine Schwester hat mir gerade. Ah, jetzt noch Link und noch was und noch was. Von Vodafone. Hilfe, Anschlussmodernisierung, Privatkunden. Ja, gucken wir uns gleich in Ruhe an. Ich weiß ja auch selber nicht, was es da erwartet. Ich hoffe, wir kriegen das dann gleich. So, wir sind angekommen, suchen jetzt nur noch einen Parkplatz. Hier ist natürlich alles brechend voll, aber eine Omi ist gerade rausgefahren. Ja, meine Mutter ist jetzt los. Die haben wir jetzt auch gar nicht mehr gesehen. Und Wie wir weit müssen jetzt nur noch los einmal sind schnell wir? einparken und dann düsen wir rein. Passt, ne? Passt. Die Nachbarin. Wir müssen das mal bei Nachbarin klingeln, weil man kommt hier sonst nicht rein. Das ist ja kein Generalschlüssel, das ist nur für die Wohnung. Ja, Ja, aber also haben wir wir. auch nicht dran gedacht, Also ne? ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal unser Glück jetzt hier. Oma hat alles hier. Laptop hingelegt. Oder hier, Quatsch, ihr iPad. Nee, was ist das? Kein Guck mal, für iPad. dich direkt Huawei. Tablet. Ja, Für genau, ein dich paar direkt zwei Bücher Bücher. zum Lesen. Ja, genau. Muss der wieder suchen, aber. Ja, so, der ist da hinter dem Bild. Warte. Unten. Genau, also wir gucken jetzt mal, was wir hier machen müssen. Ne? Ja. So, mein Kind ist hier fleißig am Arbeiten. Ich frage mich, was die Leute machen würden, die keinen Laptop haben, also und hier keinen Zugang haben zum Beispiel. Das ist eine gute Frage. Ich frage mich gerade, warum hier nichts lädt. Hattest du jetzt den Link bekommen von Ja, deiner warte. Schwester? Max hat es versucht mit dem ersten Link und da steht jetzt, es besteht Ja, ich keine muss Internetverbindung. erstmal Internet auf dem Laptop haben. Um da irgendwas machen zu können. Ja, haben Das, diese Seite erstmal ja, öffentlich genau, gemacht. also der Router, wie gesagt, der Router leuchtet da rot. Da unten, oben. Und das Also keine alles nicht so, wie Rufzeichen, das sein soll, ne? Irgendwie. Jetzt brauchst du Stärkung, guck mal. Oma hat hier noch ganz viele Ostereier. Ostereier? Willst du eins? Gerade nicht. Schokolade. Also Max wartet jetzt nach wie Ah, vor. ja. Das lädt und lädt und lädt. Gerade eben muss der auf Passwort vergessen drücken. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen Sinn bekommen. Kommen wir mal ganz kurz auf den Balkon. Wow. Sauer. Hä? Bisschen sauer umstellen. Nee, nee. Ich warte, bis du da gleich alles hinkriegst. Hoffentlich. Gucken wir mal. Ja, die Blümchen sehen noch gut aus bei ihm.
Irgendwas tut sich hier auf jeden Fall. Ja, irgendwas. Guck mal, da steht Aktivierung. Das hört sich schon mal gut an. Gerade eben, also musst du diesen Code eingeben. Ja, das, genau. Ob es nachher klappt, weiß ich noch nicht. Aber hoffen wir mal. Ich habe ja immer so einen Tab offen mit YouTube zum Beispiel, aber da lädt zum Beispiel für mich oben. Ja, ja. Der Balken lädt noch nicht. Okay, also kann. Also, es dauert noch ein bisschen. Noch haben wir es nicht geschafft. Nee. Noch nicht. Irgendwas tut sich so langsam. Ich kann das Internet benutzen. Aber ich bin jetzt hier mit dem WLAN drin, weil ich kann. Und wenn du. Ich LAN abstöpseln. Jetzt ist nur WLAN. Ja. Steht. Ich warte, ich gucke auf dem Handy nochmal, ob es auf Safe funktioniert. Sind diese komischen roten Leuchten dann weg aus dem Router? Du kannst das theoretisch hier filmen. Achso. Also hier lädt auf jeden Fall alles. Aber ich kann ja auf. Kann, guck mal, ich gehe mal auf Google einfach. Google. Mhm. Funktioniert. Geht, okay. Also geht's wieder. Sind die. Aber warum ist unten immer noch rot? Wahrscheinlich läuft es immer rot. Achso, okay. Aber oben ist nichts, weil sonst oben hat auch was geleuchtet. Das andere, was du da jetzt geschickt hattest, das braucht man scheinbar gar nicht. Okay. Scheinbar. Wollen wir sonst vielleicht versuchen mit ihrem Handy? Ja, gerne. Also Max meint, das müsste alles laufen wie bis. Kannst du mal gucken, ob du bei ihr. Wo ist YouTube? Ja, YouTube ist bei ihr weg. Immer wieder wird sie da abgemeldet, hat sie auch schon gesagt. Wo ist die App, meine ich? Ja, weg. Achso, die App ist weg. Ja, App ist weg und auf jeden Fall kannst du auch hier nochmal gleich gucken, ob das funktioniert. Yeah, Max hat es hinbekommen. Bei meiner Mutter gehen jetzt ganz viele WhatsApp-Benachrichtigungen, weil sie natürlich jetzt 2 Tage nicht on war, also seit gestern, ne? Und ich schick dir mal eine WhatsApp, guck, es funktioniert. Ja, mach mal. Moin, Test, hallo. Sendet? Ja, angekommen. Ja, cool, ja, sehr schön. Max, du bist der Beste. Guckst du mal mit diesem Tablet, weil Oma guckt dann halt teilweise YouTube auch über Tablet. Das ist wahrscheinlich auch, ich habe kein Passwort generell, also es müsste einfach weiter verbunden sein. Ach so, okay. Ja, verbunden. Super. Ich teste auch nochmal vorsichtshalber hier. Ja. Geht. Das funktioniert. Yippie. Oma wird sich sehr, sehr freuen. Leute, ich will nicht wissen, wie es ihr ging. Weil Oma, seit gestern. So. Oma, also meine Mama und ohne Internet, also das ist natürlich sowieso schlecht. Also ohne Internet, ich konnte sie nicht mal anrufen, weil es ging ja gar nichts. Nicht mal anrufen? Ich weiß ja gar nicht, wie meine Schwester sie erreicht hat. Festanschluss. Ich habe die Nummer. Oder SMS vielleicht. Weil SMS ist nicht mehr unter. SMS. Ach kann so. Sein, weiß ich nicht. So, Max stellt nochmal bei meiner Mutter YouTube ein als App. Wir haben es auf Russisch gerade eingegeben. Jetzt fiel mir doch ein, wie das geht. Also sie hat russische Tastatur halt eingestellt, ne? Und dann. Kann ich nicht viel mit anfangen. Nee. Und deswegen muss das erst auf Deutsch. Geht jetzt, ne? Irgendwie. Mhm. Ja, Max versucht jetzt einmal die App runterzuladen, damit sie halt alle ihre Kanäle hat, die sie abonniert hat. Normalerweise sagte sie, hatte sie die immer gehabt, aber irgendwann mal wurde sie wieder rausgeschmissen da. Also die App war auf einmal weg. Und aus dem Kopf wusste sie nicht mehr, wen sie abonniert hat, als sie immer geguckt hat. Deswegen, und ich glaube aber auf dem Laptop, auf diesem, was ist das Teil, ne? Tablet. Oh, ist alles aufregend heute hier. Na gut, also Max versucht jetzt, die App nochmal ganz normal aufs Handy drauf zu machen, dass sie dann übers Handy gucken kann. Wenn wir dich nicht hätten, du. Dich und deinen Laptop. Hätten wir es nicht hingekriegt. Mhm. Ich weiß gar nicht, was macht man dann in dem Fall? So, holt man sich so ein. Bei Vodafone an, fast dieses Mal nicht mehr. Ach so. Wahrscheinlich. Die Mitarbeiter. Nicht, wie sonst. Ich auch nicht. Naja. Na gut, ihr Lieben. Draußen scheint es die ganze Zeit so, als ob es irgendwie regnen würde, ne? Guck mal, wie grau das alles ist. Ja. Voll krass. Aber es ist ein bisschen abgekühlt, ist auch mal ganz gut. Eigentlich könnte es mal ruhig mal regnen, wenn es schon nicht Sonne scheint jetzt hier. Na gut, wir versuchen noch ein bisschen hier weiter und dann geht's auch schon gleich nach Hause. Mittlerweile haben wir da schon Viertel nach 12. Ich hatte mir extra Spaß eigentlich gesagt, vielleicht kann ich auch eine Runde fahren. Ja, ich versuche gleich ein bisschen mit seinem Auto zu fahren. Ja, erstes Mal Regen fürs Auto, es wird nass, es nieselt einfach. Nochmal fährt jetzt einfach, ey. Bin mir nicht sicher, ob ich Angst haben soll oder nicht. Ja, nochmal sitzt drin. Das ist hier wie so ein Raumschiff, wo man liegt. Rakete. Ah, jetzt muss. Oh, Sitzeinstellung muss auch schon mal vorgenommen werden. Das ist die Bremse, ne? Das ist hier Gas. Ja, ja, genau. So, guck mal, nehmen wir mich hier einfach mal. So. Okay, bist du ready? Du musst Bremse drücken und auf den Startknopf drücken. Musik aus. Ja. Macht mich voll nervös.
Kann man hier nicht höher sitzen? Weiß ich nicht. Nein, du bist schon fast oben gegen. Warte. Oh, da muss ich wieder umstellen alles. Frech. Du willst auch doch nicht im Liegen fahren. Ja, doch. Ich sag mal, du hast das Lenkrad direkt vor deiner Nase. Warte. Jetzt drück Bremse. Bremse. Gedrückt lassen. Ja. Dann hier kurz gedrückt lassen. So, drücken. Ja, fertig. So, jetzt Autos an. Die Bremse löst sich. Ja, ja, Handbremse ist gelöst jetzt. Okay. Oder ist dabei jedenfalls sich zu lösen, glaube ich. Jetzt musst du Rückwärtsgang einlegen. Wo ist der denn? Hier immer nach oben drücken. Also oben, rückwärts, den nachher ja, gleich fahren. Ja, genau. Mach mal auch mal hoch. So, das siehst du, R rückwärts. Ah ja. Jetzt machen wir einen runter ein. So leicht neutral. Ah ja. Rollt also, runter, nach vorne. Noch weiter. Ne, du warst noch gar nicht im Gang drin, nach vorne. So, ach, das ist nach vorne. So, und jetzt so. Rückwärts. So, hinten. Jetzt lass mal Bremse leicht los. Ja! Du fährst direkt los. Ja, ja. Kommt keiner? Nö. Nix. Und falls du links oder rechts wegen Platzangst haben solltest, es piept, wenn du zu nah dran bist. Oh, das ist, Leute, das ist so krass. Ja, kannst jetzt schon mal, glaube ich, lenken, ja, genau. So, das Ding ist jetzt beim Scheibenwischer, ist so die Frage natürlich, ne? Weißt du, wie das geht? Hab noch nie Scheibenwischer hier benutzt. Ich fahr gerade, wir sind Schulanfänger. Wir sind Fahrschulanfänger. Richtig. Wieso, das kann doch gar nicht Sand kommen. Wieso? Nee, das ist Blinker. Licht. Das ist Fernlicht gewesen. Hinten. Hinten. Bist du dumm dafür? Hast du das noch nicht gemacht? Nein, drück mal einmal auf den darauf. Den? Ja, drück mal. Oh, so sprüht man. Ah. Ja, jetzt nicht nochmal sprühen, weil ich habe noch nie gesprüht. So, jetzt schalte ich um auf D. Stimmt's nicht? Genau. Noch einmal runter. Ja. Ja, genau. Jetzt Bremse jetzt lösen, nach vorne fahren. Wie krass. Genau. Und los geht's. Nee. Ich lasse da mal kurz mal durch, dann komme ich nicht mehr. Ja, genau. Das können wir nicht raus. Also Mama fährt das erste Mal im Auto. Und wie ist? Das ist voll cool. Ich erinnere mich nicht an die Autos von Papa von früher. Mhm. Jetzt fährst du ja immer noch hinten. Hä? Ja, ja. Da musst du mal auf. Ja, glaub schon. Sag Bescheid, falls nicht, falls er nochmal wischen sollte. Aber fährt sie doch eigentlich normal, oder? Das ist mega. Ja, das ist, ich will auch in Automatik. Echt? Ja. Ist schon geil, oder? Ja. Also jetzt würde ich sagen, fahren wir wieder nach Hause. Internetproblem hat sich gelöst. Ja. Mama ist begeistert. Das ist richtig krass, Leute. Und vor allem, wie ruhig der ist, ne? Mit dem Touran bist du... Ja, passt doch alles. Krass, Max. Ich freue mich so für dich, für dieses Auto. Danke. Wirklich, das ist so schön. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Viel ruhiger als mit Touran. Das ist echt heftig, ey. Aber es sieht auch cool aus, finde ich. Ja. Krass. Ja, finde ich auch. Plus auch noch das erste Mal Regen jetzt heute. Aha. Mit dem Auto. Das Auto wird eingeweiht. Ja, genau. Hat noch nie Regen gesehen bisher. Nein. Der Verkäufer hat doch gesagt, so sauber wie er da war im Laden. Wird denn, ja. Sein. Aber ich glaube schon bei dir schon, ne? Ja, der wird gleich mit... Du polierst das bestimmt, ne? Ja, geh ich gleich mit dem Glasreiniger ran, ja. Ja. So. Ich erinnere mich wirklich wie bei Papa halt. Also er hatte ja vorher A-Klasse war automatisch, mhm. C-Klasse und die davor auch. Also ja, nach Hause, ne? Ich mach Kamera aus mal aus. Ja. Und schon sind wir mit Max zurück. Mein Stucki hat uns empfangen, er bringt gerade Müll weg. Ich so, was ist mit dir los? Wieso bringst du Müll weg? Ja, also, wir haben alles hinbekommen. Das ist richtig cool, freue ich mich sehr. Also meine Mutter wird sich auch heute Abend sehr, sehr freuen, dass sie endlich mal wieder empfangen hat und halt in der Zivilisation wieder ist, mehr oder weniger. Genau, also jetzt muss ich gucken, gleich ist jetzt eins, dass ich einmal was zu essen mache. So, Auto zu fahren war richtig cool. So ruhig. Wie gesagt, ich habe mich... Du hast wieder so reingerollt in die Garage, ne? Ach, ja, ja. Ja, ja, total. Auf jeden Fall... Jogi, machst du auf? Ich habe keinen Schlüssel. Cooles Fahrerlebnis gerade, ne? Also wir sind zwar ein bisschen chilliger gefahren, ein bisschen ruhiger, weil zwischendurch mal entweder ein Trecker war oder halt ein Laster. Und wir sind mit der vollen Batterie, also nee, über 80% war die Batterie geladen vorher und jetzt sind wir bei 18. Also nach Bordesholm haben wir halt ein bisschen was verbraucht. So, jetzt muss ich mal ganz schnell Essen machen. Also, ich habe schon mittlerweile Mittag irgendwie fast fertig. Erst kam aber irgendwie recht früh nach Hause. Aber das ist recht früh nicht, ne? Ja. Naja, Viertel vor zwei schon gleich. Knobi habe ich angerührt. Es geht heute Dönertaschen wieder. Esch, Gesundheit. Ich habe so eingefroren. Ah, ich bin gespannt, ob das schmeckt. Esch hatte nämlich Wackelpudding eingefroren. Ja, schön.
Das ist das, probieren wir mal. Schmeckt bestimmt besser als so. Wie Wassereis wahrscheinlich. Auf jeden Fall habe ich Gyrosfleisch schon mal angebraten. Dann toastete Ash gerade eben ein paar Dönertaschen. Und ich möchte gerne gleich Mais nochmal kochen. Hatte ich ja mal geholt bei Rewe. Hatten sie Mais. Genau, Fleisch ist fertig soweit. Schmeckt das? Bestimmt, ne? Geht. Geht? Mhm. Ist das so süß oder nicht so? Konsistenz ist komisch. Ach so, ja gut, das ist natürlich Wackelpudding, ne? So, die sind schon mal fertig. Oder nochmal rein. Hm. Nee? Okay, heiß. Und so sieht der Teller von Ash aus. Ich habe ein bisschen Gemüse drauf gepackt. Mahlrübe weiß ich nicht. Magst du Mahlrübe oder? Nee. Mahlrübe nicht so? Probier aber trotzdem. Schmeckt ganz gut. Und Salat aus dem eigenen Garten. Guten Appetit. Also ich habe hier einmal Dönertaschen gefüllt mit Salatgemüse, Knobi, 2 Stück und einmal den Mais. Guten Appetit. Es ist jetzt 15 Uhr. Ich würde sagen, wir legen jetzt mal los mit dem Basteln. Das hatte ich gestern schon vorgehabt im Video mit euch zusammen, habe aber nicht geschafft. Also, ich habe so ein bisschen maritime Deko jetzt heute bei Teddy mitgenommen. Und zwar einmal so ein Seestern, der leuchtet sogar im Dunkeln nachher. Ich glaube, ich habe das rausgenommen. Da. Gut, jetzt sieht man das nicht so, aber wenn es näher dunkel ist. Das sieht aber ganz kurz nochmal aus. Auf jeden Fall für 6 Euro so ein Seestern. Dann fand ich dieses Boot total hübsch. Das ist so passend auch zu Boho, muss ich ehrlich gestehen. Das ist hier so Holz quasi mit ein bisschen beige und weiß. Sieht ganz hübsch aus. Dann hatte ich ja am Strand mit Adrian was gesammelt, und zwar ein paar Muscheln. Dann haben wir hier Treibholz gefunden. Ich weiß nicht, ob ich das gleich da benutze oder nicht. Mal gucken, wie das aussieht. Und diese Muscheln hatte ich ja in diesem Dekoladen gekauft, da am Strand. Solche Muscheln natürlich findet man bei uns nicht. Also die sind wirklich wunderschön. Also bei uns gibt es quasi nur diese. Wobei ich zum Beispiel mit diesen noch was anderes mir vorstellen kann. Ich habe auch schon mal was gesehen. Und zwar nimmt man einfach so eine Muschel, klebt hier quasi so einen Mast aus Holz, also mit so einem Holzstab, und macht da dran quasi so ein Segel, so eine Wimpel. Und dann ist es quasi so ein Segelschiffchen. Das geht auch. Entweder mit solchen Muscheln oder mit solchen Muscheln geht das, genau. Also, ich würde sagen, ich lege jetzt mal los, und die sind nicht unterschiedlich wie andere Muscheln, ne? Ja. Und dann, dafür habe ich mir jetzt einfach das Tablett genommen. Ich habe mir jetzt nichts anderes mehr gekauft, habe ich im Video davor schon gesagt. Nicht doch eine Schale und noch ein Tablett. Wir nehmen einfach das, was wir haben. Ich habe mir gedacht, dieses hier passt perfekt dazu. Und ich würde sagen, ich lege jetzt mal los. Und voilà, schon ist die Sommerdeko fertig. Eigentlich wollte ich gar nichts sommerlich dekorieren, ehrlich gesagt, weil man hat ja auch immer wieder mal irgendwie was zum Lagern nachher, ne? Diese ganzen Muscheln und so. Aber es ist nicht viel. Das ist also das Einzige, was ich quasi habe, so für den Sommer, so ein bisschen was Maritimes. Und ich finde, dieses Stil passt aber auch ganz gut zu Boho. Und übrigens, das andere Mobilier habe ich jetzt noch da gehängt. Das habe ich gestern gar nicht gezeigt, weil gestern so ein wuseliger Tag irgendwie war. Ich habe mir gedacht, passt eigentlich auch ganz gut hierher. Ich finde diesen Fisch ganz hübsch, ne? Der sich da so drunter versteckt. Finde ich eigentlich ganz cool. Genauso wie diesen Seestern jetzt hier. Sieht wunderschön aus, finde ich. So, nach dem schönen Dekorieren muss ich, sag mal, schnell was bügeln. Und zwar habe ich schon ein Kleid gebügelt. Jetzt bin ich mit dem hier beschäftigt, und hier liegt einer. Er lag gerade eben eigentlich hier, weil er das so Futter haben möchte, ne, Leo? Immer wenn er was essen möchte, geht er an diese Stelle jetzt hier, weil halt eben seine sein Futter da steht. Und dann macht er immer so Geräusche. So, essen? Ja, ne? Na? Hier? Nee, Leo wollte irgendwie was haben, aber dann doch jetzt nicht. Ah. Hier trinken? Essen? Ja, ja, klar. Ja, ja. Und wie weit ist dein Bruder? Fertig? Noch dabei. Aha, okay. Ich bin gerade dabei, alle Kleider zu bügeln, die ich da habe, ne? Die so verknittert sind. Die sind ja alle gewaschen, aber die habe ich noch nicht alle angezogen. Immer wenn ich eins anziehen wollte, habe ich es vorher gebügelt, dann angezogen. Und jetzt bin ich gerade dabei, den ganzen Schrank durchzugucken, und ich wollte wieder mal ein bisschen was aussortieren. Max fragt gerade Ash ab, die schreiben morgen Geo-Test, also die
Vokabeln. Er muss jetzt irgendwie irgendwas erklären können. Und das sind, glaube ich, viele, die er machen muss. Und naja, ich bin dann hier beschäftigt. Zum Glück ist heute nicht allzu heiß. Das kann man dann auch gerne mal machen. Aber das, wie gesagt, schöne Beschäftigung, ne? Schön entspannt. Und Leo rennt hier hin und her. Willst du mal raus, Leo? Warte mal los. Übrigens, ich muss euch kurz mal was zeigen. Muss ich was zeigen? Und zwar diese Palme. Ich glaube, das war eine gute Idee, die hier hinzustellen und nicht in der prallen Sonne stehen zu lassen, weil nämlich die Blätter diese braunen Stellen bekommen. Und das ist richtig blöd. Hier kommt schon mal ein Blatt wieder neu. Ich weiß nicht, also ob das generell nicht so heiß für die ist. Das ist doch irgendeine Bananenpalme oder sowas, wisst ihr? Die habe ich aber Bauhaus geholt. Ich weiß nicht, ob ich mit der Glück habe oder nicht. Und hier fängt schon wieder was umzukippen. Zack. Ist auch ein bisschen windig heute hier bei uns, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde jetzt einmal ganz kurz den Schirm mal aufspannen, damit mir hier die Pflanzen ein bisschen Schutz haben. Na, Leo? So. Ein bisschen Angst. Oh, Hilfe. So, warte mal. Das Wasser sieht ja ganz anders aus in dem in der Zinkwanne, ne? Das ist viel besser, finde ich jetzt. Viel schöner als vorher. Allerdings weiß ich natürlich nicht, wie lange das so bleibt. Kann natürlich sein, dass es wieder irgendwann mal ja, durch die Hitze natürlich trüb wird, ne? So, ansonsten ist hier soweit alles beim Alten. Alles wächst und gedeiht. Guck mal, und die Dill kommt auch schon mal von alleine hoch. Das ist doch schon mal cool. Muss ich gleich nochmal gießen wieder alles. Jedes Mal gießen, gießen, gießen. Morgen kann ich schon wieder den nächsten hier pflücken, ne? Beziehungsweise abmachen, weil wir haben schon jetzt, an zwei Tagen haben wir quasi jetzt einen Salatkopf gegessen. Genau. Es ist kurz vor sechs. Bis gerade eben, also ich glaube ungefähr zwei Stunden, habe ich in meinem Schrank aufgeräumt. Beziehungsweise die ganzen Sachen gebügelt, nochmal sortiert. Kaum was aussortiert. Aber nun gut. Ich zeige euch gleich mal ganz kurz, wie es geworden ist. Ich habe auch schon die Wäsche abgenommen, die wir hier heute aktuell hatten. Bügelbrett lasse ich bis morgen stehen, weil ich morgen den Schrank für meinen Schnucki-Pucki vornehmen möchte. Also mir vornehmen möchte. Ich würde gerne seine ganzen Pullis, solange das Wetter halt schön ist, einfach mal waschen, trocknen, ordentlich alles auf die Poloshorts vielleicht mal irgendwie durchjagen. Soweit der Plan. Ich muss gleich an die Blumen wieder ran, ne? Blumen gießen und diesen Wäscheständer werde ich dann auch draußen lassen. Habe ich keinen Bock, mal hin und her zu schleppen. Auf jeden Fall kann der dann hier stehen. Bis morgen. Genau. Das Schiff ist schon wieder umgekippt. Ja, Ash ist gerade zum Training. Max bringt ihn hin. Und ich gehe jetzt auch mal ganz kurz die Blümchen gießen. Oder auch die Wäsche erstmal verteilen. Diese Hausarbeit nimmt nicht ab, ne? Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich mit dem Schrank gemacht habe. Im Grunde ist das so nichts Besonderes. Ich habe nur halt alles so ein bisschen nach Farben sortiert. Rot und Gelb habe ich ganz abseits, weil es irgendwie gar nicht so richtig in die Farben passt. Ich habe gedacht, ich lasse es einfach an der anderen Seite hängen. Und dann geht es halt mit Schwarz los. Dann habe ich hier so gestreifte, dann also blau-weiß gestreift. Dann geht es ins Beige, ein bisschen heller, rosa, pink, weiß. Genau, und dann kommen nur noch die Röcke. Und das war es eigentlich auch schon. Das ist dann sozusagen jetzt mein Schrank. Das Einzige, was ich noch gucken wollte, bei den Hosen hier, ob ich nochmal welche aussortiere oder ich guck mal. Weiß ich noch nicht genau, muss ich mal schauen, aber dann eher nicht mehr heute, sondern so die nächsten Tage. Schauen wir mal. Max fragt nach dem Salat. Ich hatte schon überlegt, wollt ihr was haben oder wollt ihr nichts haben? Ha? Boah, ist der fett. Heftig, ne? Heftig, ne? Also einfach hier so, ja genau, so drunter einfach und dann abschnippeln. Ich glaube sowieso, also einige haben mir geschrieben, der wird nachkommen, aber das glaube ich nicht, dass er nochmal nachwächst. Echt nicht? Glaube ich nicht. Sonst kannst du die Blätter auch nochmal nehmen, Max. Die sind auch gut. Stimmt, ja. Ja, genau. Aber ist krass, ne? Die reiß ich ab, oder? Ja, die kannst du abreißen, wenn du die nicht abschneiden. So und wenn die nicht so gut sind, dann nehme ich sie so nachher weg. Weißt du, die halt so auf dem Boden da sind? Ja. Die sind eigentlich nicht so schön. Ja, den genau. Die gehen noch, nicht, aber das geht auch noch. Ja. Also die richtig grünen sind gut, aber der Rest. Gut abwaschen, die sind Ameisen drin. Ja, genau. Ja, ja, das sind Ameisen. Das stimmt. Ich kam denen jetzt meine Haare. Ja, krass, ne?
Aber schmeckt echt gut. Also wir brauchten für den Salat 2 Tage mit Papa. Er schützt es sowieso nicht. Weil er hat heute 2 Blätter gegessen. Aber sieht lecker aus tatsächlich. Also sieht richtig geil aus. Mhm, ich finde auch. Krass. Voll so fresh, ne? Ja, ja, voll, voll. Schnittlauch nice. Sonst noch, oder? Ne, wir machen heute die Pita-Taschen. Ah, ja, hatten wir heute auch. Ah. Wir hatten die Döner-Taschen. Ja, auch. Guten Appetit. Danke. Ja, cool. Siehst du, wird weniger. Und wenn er weg ist, dann ist er weg, ne? Ja, aber ist geil. Finde ich auch. Mhm. Jetzt wisst ihr was, das habe ich ganz vergessen zu zeigen. Und zwar waren wir heute mit meinem Schnucki einkaufen, aber bei Teddy gab es diesen wunderschönen Hut für 5 Euro. Der wurde runtergesetzt. Das ist voll krass. Dann meinte, der steht dir. Ich hatte, Entschuldigung, so. Ich habe mir gedacht, den kann man so entweder zum Strand, wenn die Sonne einfach zu stark ist, ne, kann man aufsetzen. Das ist voll cool, oder? Richtig mega. Finde ich voll schön. Und vor allem, da wird man so ein bisschen halt von der Sonne auch geschützt. Also nicht nur der Oberkopf hier, sondern auch generell vielleicht auch hier, guck mal da, Hals, Nackenbereich und so. Und gestern habe ich mir tatsächlich hier einen Sonnenbrand geholt, ne? So schnell geht das. Aber wie gesagt, 5 Euro bei Teddy. Voll krass, ich finde den ganz hübsch. Gerade so, wenn man so vielleicht ein Kleid dazu hat, das ist gerade klar mit der Hose, naja, geht auch. Aber an sich, wenn man zum Beispiel jetzt ein Kleid oder so anhat, passt auch so ein Hut dazu. So, kurz vor 7. Ich habe tatsächlich geschafft, alle Blumen jetzt zu gießen. Mit dem Gartenschlauch. Das ist so angenehm, als immer die Gießkanne hin und her zu schleppen. Geht natürlich jetzt ein bisschen zügiger als vorher. Aber ich musste aber auch gar nicht so viele Blumen abpflücken, die so quasi schon ausgeblüht waren. Das ging, weil ich es gestern gemacht habe. Und mache ich es morgen oder so. Da kommen sicherlich noch mehr irgendwie dazu. Deswegen, ja, eigentlich bin ich jetzt ganz zufrieden damit. Ja, ihr Lieben, also... Ich bin so gespannt, was meine Mutter denn heute dazu sagt, zu ihrem Internetzugang wieder. Sie hatte ja, wie gesagt, gar kein Internet und bin sehr gespannt. Also wahrscheinlich, wenn sie nach Hause kommt, erste Griff wahrscheinlich zum Handy oder so. Und ich hoffe, dass es jetzt auch so bleibt. So, und ja, ihr Hübschen. Also, ich würde das gerne jetzt hier beenden. Ich spring nochmal unter die Dusche, dann gibt es Abendbrot, wobei jetzt noch nicht. Irgendwie haben wir alle gar keinen Hunger. Ash ist sowieso noch gar nicht da, er ist beim Training. Und ansonsten, ach ja, vielen Dank für die Kommentare. Ich hatte das Video hochgeladen, wo ich auch die Sachen von Zara anprobiere. Und ja, es sind echt schöne Sachen dabei tatsächlich. Also sind auch ganz gemütlich. Und wobei ich wollte eigentlich nochmal zu H&M. Ich wollte so ein beigefarbenes Top haben, wie so ein Träger-Top, passend zu dieser Hose, wisst ihr? Weil ich glaube, das passt ganz gut dazu. Dieses Olivgrüne mit Beige passt, glaube ich, ne? Na gut, ihr Hübschen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Tschüss.